Und dann geht es natürlich aber so, wenn man die eigene Fantasie anregen möchte, was vorstellbar ist, finde ich immer noch, also auch das ist ein Klassiker, Ernest Kallenbach, Ökotopia. Das habe ich schon verschlungen, als ich in die Politik bin, wo es halt ist mal ein sehr spannender kleiner Roman, der aber halt in eine Gesellschaft, wo wirklich ökologische Transformation umgesetzt wurde und verwirklicht wurde und das noch in Verbindung mit einer ein bisschen kitschigen, aber ganz unterhaltsamen Liebesgeschichte verbunden. Das finde ich ist so, ohne dass man jetzt schwere Theorie macht, aber es macht im Kopf sowas frei. Und das gänge auch ganz anders. Und das hilft einem manchmal, wenn du das Gefühl hast, Politik ist das Bohren dicker Bretter. Ist dann so, wenn du dann so einen Roman liest, wo es einmal in der Gesellschaft anders gedacht ist, ganz hilfreich. Okay. Die Frage habe ich jetzt gestellt auf Politiker empfehlen. Jetzt kommen sie mit einem Buch zu, ich sage es mal, etwas weit gegriffen, der auch so ein bisschen zum Klimawandel führt. Mhm. Finde ich ja persönlich total gut, dass es da so ein Beispiel kommt. Wie wichtig ist denn Ihnen so der Klimawandel? Also Sie haben einige andere Themen, die natürlich auch einen Teil einfach schon füllen. Man kann eigentlich alles abdecken, aber jetzt dieses Thema, wie wichtig ist Ihnen das persönlich? Also wie tief ist denn dieser Impact von dem, was da passiert? Ja, die ganze Umweltschutzfrage war ja Teil meiner Politisierung. Also ich bin ja in die Politik in Sachsen und Dresden gekommen, ganz stark an Fragen von ökologischer Verkehrspolitik, Erhalt der Dresdner Elbwiesen. Das war ja für mich mit ein entscheidendes Momentum in meiner eigenen Politisierung. Und als ich im Landtag für Verkehrspolitik zuständig war, das muss man mal zurückdenken, so vor 20 Jahren, zum Zeitpunkt, wo Verkehrspolitik nur gedacht wurde als, wer baut die schnellsten und die größten Straßen, der ist der beste Verkehrspolitiker. Und ich habe gesagt, nee, ist genau andersrum. Wer sorgt dafür, dass am wenigsten Straßen notwendig sind und so, da sind die in dieser ganzen Männerbranche alle aus den Latschen gekippt. Ja, und deswegen ist für mich ist das zentral. Natürlich ist es so, dass ich jetzt, seitdem ich seit 15 Jahren bin ich ja im Bundestag und habe hier den Arbeitsschwerpunkt Sozialpolitik. Und man muss auch sagen, im Bundestag, du kannst nicht alle Fachbereiche gleichermaßen gut bearbeiten, sondern man muss sich auf einen konzentrieren. Fast jeder Abgeordnete ist in der Regel auch nur in einem Ausschuss. Das ist bei mir der Sozialausschuss, deswegen ist das mein Arbeitsschwerpunkt. Jetzt sage ich aber als Linke, dass die Frage des Klimaschutzes auch zutiefst eine soziale Frage ist, weil erstens im globalen Maßstab ist es sowieso so, von den Folgen des Klimawandels sind zuerst die eher ärmsten Länder, der globale Süden, betroffen. Aber auch hierzulande gilt, dass es eher ärmere Menschen sind, die von Umweltverschmutzung und womöglichem Klimakaos besonders betroffen sind. Warum? Wir wissen jetzt schon, an den lautesten Straßen, den verlärmtesten Gegenden leben eher ärmere Menschen. Und wenn hier irgendwie, sag ich mal, Klimakollaps und alles zuschlägt, die wirklich Reichen werden natürlich im Kampf um das überschwemmungssichere Gebiet, im Kampf um das nochmal, sagen wir mal, Stückchen Land, was sauber ist und so, werden sie immer einen Vorteil haben gegenüber den Menschen mit wenig oder mittleren Einkommen. Und deswegen, weil die Folgen auch immer so ungleich verteilt sind, ist es auch zutiefst eine soziale Frage. Kann man da so weit gehen, dass, sagen wir mal, Sozialpolitik, nicht die einzelnen Aspekte, aber der große Überbau Sozialpolitik heutzutage, bei dem, was da ja im Klimawandel und dann eben diese Folgen auf uns zukommt, dass Sozialpolitik ohne Klimapolitik nicht mehr denkbar ist oder sowas in der Richtung? Nee, ich mache das nicht mit einem Über- oder Unterordnungsverhältnis, sondern für mich ist das total eng verschränkt und das verdichtet sich dann in der Frage nach einer sozial-ökologischen Wende oder, wie wir sagen würden, einem Green New Deal, verdichtet sich dann der Forderung nach einem Green New Deal, weil ich glaube, das fällt ganz eng zusammen. Und es gibt ja manchmal, glaube ich, im eher grünen Bereich den Irrtum zu denken, beim Umweltschutz müssen wir sofort handeln, weil irgendwann ist der Point of No Return erreicht, wo man die Erwärmung nicht mehr stoppen kann, weil wenn alles Eis geschmolzen ist, das kriegst du nicht mehr zurückgeeist, vereist. Und dann so eine Haltung, naja, den Armen können wir auch noch in 10 Jahren Geld geben. Und da sage ich, das ist ein Irrtum. Du musst es mit der gleichen Dringlichkeit und ineinander verwoben betrachten. Warum? Jeder ökologische Fortschritt, wenn er nicht mit einem sozialen Schutzsystem verbunden ist, kann ganz schnell wieder zurückgeholt werden. Das war gut zu beobachten beim Erneuerbaren Energiengesetz. Das hat Rot-Grün damals durchgesetzt, auch unter der Federführung von Hermann Scheer. Ganz großartiges Modell. Ich war da von Anfang an dafür. Dann ist aber Folgendes passiert, die Strompreise sind gestiegen, dann kamen neoliberale Propaganda-Institute wie das Institut Neue Soziale Marktwirtschaft, die haben gegen den Erneuerbaren Energiengesetz gewettert,
einfach weil die Konzerne das nicht bezahlen wollten, haben aber den Leuten eingeredet, ja und eure Strompreise sind so und da teilweise es viele Menschen gab, die Stromsperren hatten oder die auch echt niedrige Löhne hatten und deswegen das nicht bezahlen konnten, hatte das EEG auf immer einen schlechten Ruf und ist ja auch gesenkt worden dann, ne? Also was es an Zahlungen dafür gibt. Und da hat man gesehen, wie antiökologische Politik halt sich die soziale Not der Menschen zu eigen macht. Und wenn man da dagegen halten will, gibt es nur eine Antwort, Umweltschutz und sozialen Schutz immer zusammen zu denken und auch zusammen durchzusetzen.